Hi Leute, Jeremy hier. Wir sprechen über die besten Düfte, die es gibt. Heute habe ich ein Video über die besten Nischendüfte gemacht und die besten Designerdüfte. Und hier für euch jetzt die Zusammenfassung. Fünf, ja, ein guter Mix aus allem habe ich jetzt. Also das ist der beste günstige Herrenduft. Nautica Voyage. Frisch, sauber, wie frisch geduscht. Kannst du immer tragen. Die Mädels lieben den. Das ist der beste Clubduft, wenn du auffallen willst. Jean Paul Gaultier Ultra Male riecht nach Birne und einer Überdosis von Süße. Der beste Preis-Leistungs-Duft ist Versace Blue Jeans. Das liegt daran, weil dieser Duft von Versace ist. Du zahlst natürlich für den Namen, trotzdem kostet er nur 20 Euro und er ist extrem langanhaltend. Jetzt kommt der beste Seifenduft. Nicht unbedingt super sexy, aber wenn jemand einfach nur wie eine tolle, luxuriöse Seife riechen will, dann ist das Prada L'Homme. Jetzt kommt der beste langanhaltende Nischenduft. Interlude 53. 53% Duftöl drin. Der hält, also da reicht dir ein Spritzer auf den Arm. Und der ganze Raum wird gefüllt, und zwar 24 Stunden lang. Dann haben wir The Rose, wie der Name schon sagt, ein Rosenduft. Das ist der beste Rosenduft von der Nischenwelt. Boah, ist das eine dicke, fette, geile Rose hier drin. Alter Schwede, das ist aber eine Granate. Da muss ich mir gleich eine Notiz machen, du. Na gut, das ist der beste Rosenduft. Dann haben wir den besten Winterduft für Männer. Spice Pump Extreme riecht wie Vanille und Pfeffer. Hammer. Übrigens von Olivier Polsch, der jetzt exklusiv für Chanel arbeitet. Dann der beste Flanker von Düften. Eine Art, also Erweiterung eines bestehenden Duftes. Acqua di Gio Profumo. Ihr kennt ja logischerweise den meistverkauften Herrenduft der Welt, Acqua di Gio. Und das ist der beste Twist davon. Weil es gibt ja verschiedene Versionen von den Düften. Jetzt kommt der beste Gourmand-Duft. Das ist also ein, also aber Gourmand von der Nischenparfüms. Gourmand bei Herren, bei Designer müsste ich nochmal überlegen. Das ist 27 in Macau. Also der schießt den Vogel ab, wenn es ums Thema, alter Schwede, volle Granate. Die Süße hier drin, die lässt dich emotional werden. So süß, lecker ist die. So, und der letzte Duft, den ich euch zeige, ist der beste Oud-Duft. Initius Oud for Greatness. Also dann, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.